Moin Leute, herzlich willkommen bei CKS & Co. Heute mal ein schrottiges Video mit dem Desert Climber. Aber leider fährt er nicht mehr, wenn ich jetzt hier einschalte. Eigentlich sollte es ja so funktionieren, dass ich den einschalte und die Räder laufen dann los. Aber irgendwie hat der Motor keine Lust mehr. Ich weiß nicht, was bei dem jetzt Problem ist. Jedenfalls funktioniert nichts mehr. Daher machen wir das Ganze jetzt so. Wir haben hier vorne den AMT, der fährt noch. Und ziehen jetzt einfach den Desert Climber hinterm AMT her. Und damit fahren wir jetzt einfach ein paar Mal durch den Pool. Ich hole mal kurz das Stativ von da hinten. Und dann geht's los. Ja, eigentlich wollte ich den Desert Climber ja fahren verschrotten. Aber das ist jetzt wohl leider nichts. Ich probiere mal, ich gebe mein Bestes, dass er vielleicht dann irgendwann doch nochmal fährt. Aber ich glaube, dass es leider nichts wird. Also ist quasi der Desert Climber jetzt raus. So, hier kommt das Gespann. Es ist leider, also ja, das Video ist schon etwas hobbylos. Ich weiß nicht, ob es euch trotzdem gefällt. Wahrscheinlich gefällt es euch nicht. Aber vielleicht gibt es da was zu lachen. Ja, okay. Ist schon. Kann man schön das Ding durch die Kurve ziehen. Ja, das kommt dabei raus, wenn man sich ein Auto von Konrad kauft. Leider. Das ist die traurige Zukunft eines Autos von Konrad. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ich habe ja noch einen zu Hause stehen von Konrad. Der muss dann noch repariert werden. Kommt in den Sommerferien. Dann das Video, glaube ich. Das Projekt ruht noch ein bisschen. Ja, die Kiste ist schon. Naja, also ich meine, so geht ja eigentlich auch nichts kaputt, wenn ich das einfach hinterher ziehe. Passiert ja eigentlich auch nichts, aber ja, ist jetzt eigentlich ja bloß ein Ersatzvideo, weil das Auto halt von selber nicht mehr fährt. Deshalb nehme ich das ja jetzt auf. Das ist ja jetzt kein. Das war ja so nicht geplant, weil ich jetzt erst gemerkt habe, dass die Kiste nicht mehr fährt. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. So, jetzt haben wir ein bisschen was umgedreht. Wir fahren trotzdem weiter. Muss mal noch irgendwas Spannendes passieren hier. Es ist totlangweilig. Ja, so. Dann ziehen wir die Kiste mal da hoch. Nee, doch nicht. Man müsste eigentlich einfach mal bloß die Kiste hochkriegen und der AMT soll unten bleiben. Das wäre mal geil, aber ja, genau so. Oh, das war geil. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Jo. Ja, der hat halt auf dem in dem Skatepark gar keinen Grip, die Reifen. Dadurch passiert eigentlich auch nichts. Weil wenn ich hier auf dem Teer fahre, dann dreht sich die Karre halt schon manchmal um. Aber wenn ich halt bloß da fahre, dann macht es eigentlich nichts. Also der AMT kann das auch ganz gut, denke ich und hoffe ich zumindest mal. Er braucht halt jetzt wieder ein bisschen Ruhe. Der fährt eigentlich die ganze Zeit dauerhaft einfach durch. Ich glaube, der Motor muss wahrscheinlich auch mal ein bisschen abkühlen. Aber ja. Dann fahren wir nochmal da hoch. Wir müssen zumindest. Jo. Die Kiste ist oben. Nein! Fuck, jetzt hat sich das, glaube ich, verheddert. Ja, es hat sich im Rad verheddert. Ich muss das kurz rausholen und dann geht's weiter. Soll ich mit dem Rust da noch dazu kommen? Nee. So, jetzt geht's weiter. Aber wir beenden das Video hiermit jetzt auch gleich wieder, weil das wahrscheinlich schon langweilig ist. Ist zwar ein geiles Projekt, aber irgendwie auch hobbylos. Jo, jetzt haben wir wieder was in Reifen bekommen. Scheiße, das müssen wir jetzt vor Ort machen. Die Kiste kann ich jetzt nicht mehr herholen. Das ist halt scheiße, wenn man das Teil hat. Die ganze Zeit hat es so gut funktioniert, aber jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr. Sorry für die kurzen Umstände, aber ja, gucken wir. Ja, der Motor ist auf Temperatur, sagen wir es mal so. Aber dann, oh, hier kommt der Mini Racer vorbei. Dann fahren wir noch ein bisschen und dann langt's. So ein 5-Minuten-Video für die Kiste. Ist okay, mehr kriegt die nicht. Warum will sie jetzt nicht mehr losfahren hier? Komm, AMT, zieh!
Ja, es ist schon geil. Die Kiste geht halt einfach so sprachlos hinterher. Jetzt hat er mal ein bisschen was gemacht. Ja, das war ein eleganter Sprung und wir fahren einfach weiter. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das war geil. Definitiv geil. Machen wir nochmal. Einmal da hoch und jetzt sehe ich zwei Autos auf einem Fleck. Sind die da hingekommen? Seht ihr das überhaupt? Ne, ist voll im Schatten leider. Moment, so, jetzt geht's wieder runter. Links. Jo! Das sah heftig aus. Vor allem, weil die beide einfach, weil der andere auch so einen heftigen Sprung gemacht hat. Wir müssen jetzt wieder runter, ohne dass wir das Teil hier verfangen. So. So, okay, dann würde ich sagen, langt es jetzt auch mit dem Ding. Speicherkarte ist jetzt auch gleich voll. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei RC Cars & Co. Ciao, ciao.